Pünktlich um 13 Uhr Ortszeit am 6. Oktober war der Anpfiff zum Kreisoberligaspiel zwischen Blau-Weiß-Zurbau 2 und dem SV Motor Zeitz. Auf dem Platz des BW Zurbau war die erste Begegnung dieser Mannschaften in dieser Saison angesetzt. Das Kräfteverhältnis in der vorherigen Saison war recht ausgeglichen. Bei den vorherigen Spielen gewann Zurbau eine Partie mit 3:1 und Motor Zeitz eine Partie mit 1:0. Fans der Gäste hatten vorab beim Spiel am letzten Samstag fest auf Motor Zeitz gesetzt und prognostizierten ein 2:1 für die Gäste. Aber es kam dann erstmal andersrum. Trotz dass die Zurbauer in der ersten Halbzeit bergauf spielen mussten, gelang ihnen der erste Treffer gut 20 Minuten nach Spielbeginn. Nachdem im Zurbauer Strafraum die Nummer 7 aus der Elsterstadt zu Boden ging, nutzten die Gäste dieses zum Ausgleichstreffer. Doch so ausgeglichen blieb es nur kurz. Die Zurbauer erhöhten in der ersten Halbzeit auf 2:1. Insgesamt schienen die Mannen in Blau-Weiß nichts dem Zufall überlassen zu wollen. Dies führte auch zu der einen oder anderen Diskussion mit dem Unparteiischen und machte den zuweilen glücklos wirkenden Elsterstädtern sichtlich zu schaffen. Das Spiel endete letztlich mit dem Ergebnis 4:1 für die Gastgeber. BW Zurbau erhält 3 Punkte, die Zeitzer gehen, was die Punktevergabe betrifft, leer aus. Das Rückspiel ist für den 6. April 2013 angesetzt, bei dem sich zeigen wird, wer in dieser Saison die bessere Mannschaft auf dem Grün hat.